Hey, hier ist der TechBus. Boss. Heute gibt es wieder was auf die Ohren, denn die Firma TechSetter hat mich mit diesem Mikro-Soundmonster versorgt. Ist es eine Disco? Ist es ein Open-Air-Konzert? Ist es das Tonstudio von Dr. Dre? Nein, es ist der Damson Vulkan 4.1 Bluetooth-Lautsprecher. My name is Damn, son. Man steht morgens auf, denkt nichts Böses und plötzlich ist da ein Paket von TechSetter.de. Man öffnet das Paket und findet heraus, dass da ein Bluetooth-Lautsprecher drin ist. Zuerst denkt man, Bluetooth-Lautsprecher. Ja, okay. Also steckt man das Ding an und lädt es erstmal, weil man das schließlich so macht. Außerdem ging das Teil anders nicht an, weil der Akku leer war. Nach 3 Stunden ist der Akku geladen und man denkt sich irgendwann, ach ja, ich habe ja gerade nichts zu tun, dann schaue ich mir das Ding halt mal an. Also sucht man die Bedienungsanleitung, weil man das halt so macht. Leider wird man nicht fündig, denn es gibt außer dem Aufdruck unter der Lasche nichts zu lesen in der Packung. Trotz allem wird ersichtlich, dass man den Ein-Aus-Knopf drücken muss. Gut, klingt logisch. Also gedrückt. Hello, connected. Wow, very British. Wie cool ist das denn? Klar, das Ding kommt ja auch aus Yorkshire. Das erklärt einiges. Cool. Und nun? Moment, hier ist ein NFC-Logo aufgedruckt. Ob das wohl funktioniert? Hello. Connected. Yeah, easy. Aber bevor ich euch zeige, wie das Ding klingt, erstmal das technische Kleingedruckte aus dem Weg. Wir hätten einen eingebauten Akku für bis zu 12 Stunden Spielzeit, wechselbare Abdeckungen in verschiedenen Farben mit Soft-Touch-Oberfläche. 4 Lautsprecher, davon 2 vorne und 2 seitlich. Dadurch klingt das Ding aus ein paar Meter Entfernung, als stünden da 2 Boxen im Abstand von gut 4 Metern. Für die Bassproduktion sind nur die beiden vorderen Lautsprecher zuständig, die mithilfe der Passivmembran auf der Rückseite ein richtig amtliches Bassfundament zustande bringen. Besonders für die Größe ist der Tiefgang und der Druck, den das Ding produziert, wirklich mehr als überraschend. Das Ding kommt mit einem 18-Volt Ladegerät, an das alle möglichen Stecker geschraubt werden können. Perfekt also für den Urlaub. Wir haben außerdem die Möglichkeit, den Lautsprecher auf AUX umzuschalten, indem wir die AUX-Bluetooth-Taste für ca. 2 Sekunden drücken. Dann wird das Lämpchen hier oben grün und wir können den 3,5 mm Klinkenstecker und das mitgelieferte passende Kabel für die Signalübertragung nutzen. Der Lautsprecher hat auch ein eingebautes Mikrofon, sodass man ihn als Freisprecheinrichtung nutzen kann. Außerdem wird eine Tragetasche mitgeliefert, in der der Lautsprecher und das Ladegerät samt Klinkenkabel Platz finden. Gut, soviel dazu. Das Ding schmeißt einen übertriebenen Sound. Krass, das hätte ich nicht erwartet. Allein schon die Stimme beim Einschalten. Hello. Connected. Hat so viel Bass, dass man sich hier schon denkt, Alter, kam das aus dem kleinen Ding? Wie schon erwähnt, liefert das kleine Teil ein außergewöhnliches Bassfundament. Und die Lautstärke ist auch überzeugend. Für so eine richtige 90-Menschen-Party vielleicht ein bisschen wenig, aber laut genug, dass man sich nicht mehr normal im Raum unterhalten kann. Die Höhen und Mitten sind schön klar und passen super zum Bass. Wenn man nah dran ist, klingt das Ding fast wie Surround. Hier mal eine Aufnahme mit einem Stereo-Mikrofon. Setzt am besten Kopfhörer auf, um das richtig zu hören. Um die Menge an Bass hören zu können, die aus dem Vulkan rauskommt, habe ich ihn mal in die schalltote Kammer gestellt und versucht, das so originalgetreu wie möglich abzumischen. Klingt dann ungefähr so. Kleiner Tipp, der Sound ändert sich je nach Möbel, auf dem der Lautsprecher abgestellt wird. Besonders imposant hat er bei mir in der Küche auf der Arbeitsplatte geklungen. Wer selbst experimentieren möchte, wo der Speaker am besten klingt, der findet einen Kauflink in der Videobeschreibung. Ich werde jetzt noch ein bisschen Musik hören gehen, währenddessen könnt ihr ja auf Like drücken, wenn es euch gefallen hat. Und wie das mit dem Abo und der Glocke funktioniert, wisst ihr ja inzwischen sicher auch alle.
Ich richte hier nochmal einen herzlichen Dank und Gruß an die Firma Techsetter, die mir diesen Lautsprecher zur Verfügung gestellt hat. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Wollt ihr mehr sehen auf meinem Kanal? Dann klickt euch doch mal durch meine letzten Videos. Mein Name ist Stefan, ich bin der Techboss. War schön, dass ihr wieder hier wart, aber für heute bin ich raus. Ciao.